Sie haben immer von Informatik gesprochen und von den Gefahren unserer, nennen wir es mal, modernen Gesellschaft. Und gleichzeitig haben Sie den alten Begriff der Sintflut mit verwendet, um zu zeigen, dass wir möglicherweise heute auch in der Gefahr sind, einer Art Sintflut Opfer zu werden. Zum Beispiel vielleicht Opfer der Datenflut, ein modernes Wort, das durchaus einen Anklang an Sintflut hat. Aber lassen Sie mich das Wort Sintflut benutzen, um zu einem weiterführenden Thema zu kommen. Die Griechen und viele haben ihre Mythen. Und der Sintflutmythos, den man im alten Griechenland findet, erzählt von Deukalion, von dem Sohn des Prometheus, der mit seiner Frau die Sintflut überlebt hat und dann eine Stimme hört, nachdem er die Sintflut überlebt hat, eine Stimme hört, die sagt ihm: Dreh dich nicht um, werfe Steine hinter dich. Und er hat Werden Steine hinter sich geworfen und es wurden Menschen daraus. Ein Mythos, ein Mythos, Herr Lionel. Hat dieser Mythos eine Botschaft? Vielleicht zum Beispiel die, dass der neue Mensch nur neue Menschen herstellen kann aus etwas, was wir nicht vorgeformt haben. Oder was Kenne finden Sie, natürlich was den, fühlen Sie bei diesem Mythos? kenne, kenne natürlich den Mythos von Deukalion und habe nicht darüber nachgedacht, ob die Idee des Steines eine besondere Rolle spielt. Aber Steine haben eine besondere Bedeutung. Auch in Griechenland oder speziell in Griechenland dachte man, dass die Steine vom Himmel gefallen seien. Aber das bringt uns nicht zu dem Mythos. Aber die Idee, ein neuer Mensch, um Ihre Worte zu nutzen, entsteht, ist bei der Sintflut die gleiche. Der Kern, der Archetyp, der existiert. Aber wie er sich entwickelt im Rahmen der Gesetzmäßigkeit des Universums, die sich nicht ändert, aber die Umstände haben sich bedeutsam geändert. Das ist bestimmt eine ganz andere Sache. Und bei Deukalion hat man ja das Gleiche, neue Menschen. Und die, die Sintflut nachher überlebten oder besser gesagt von neuem die Welt bevölkerten, waren neue Menschen. Haben diese neuen Menschen ihren Auftrag erfüllt? Und da kommen wir zur Metaphysik. Welchen Auftrag? Und das ist, was wir ja auch schon vorhin besprachen. Hat jeder von uns die Chance, ein neuer Mensch zu werden? Sofort. In diesem Augenblick. In diesem wirklichen Augenblick. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich will mich nicht in irgendeiner Weise brüsten. Das ist nicht meine Art. Ich bin ein neuer Mensch geworden, ohne es gleich zu wissen. An dem Tag, an dem ein Unbekannter mir sagte, ich erwartete sie, wo ich ganz, ganz, ganz zufällig auf Hilfe dahin kam,
und der mir nachträglich erklärte, an dem Tag, an dem Sie verstehen werden, was ich damit meinte, an dem Tag sind Sie ein neuer Mensch. Es hat eine Weile gedauert. Und dann plötzlich ist mir aufgegangen, ja, du siehst ja die Dinge ganz anders. All das ist für dich etwas ganz Verschiedenes. Du bist mitten in einem Hexenkessel. Du hast all das vor dir. Nicht nur kennst du keine Feindschaft, ob gegen Deutsche oder gegen wen immer. Du tust, was du denkst, der Harmonie des Augenblicks, das ist Hilfe an Menschen, zu tun. Du setzt dein Leben ein für Menschen, die dich gar nicht kennen, dich nachträglich gesucht haben. Wozu? Und da kam ich zu diesem plötzlichen neuen Menschen, der sagte, mein Gewissen ist der Beweis, dass Gott mir innewohnt. Sonst hätte ich es nicht. Denn was es mir zuraunt, ist immer das Richtige.